Die kühlen Morgentemperaturen lassen uns auf das Frühstück zunächst verzichten. Schnell haben wir das Zelt abgebaut, die Rucksäcke gepackt und machen uns auf den Weg. Weit sind wir nicht gekommen, da tauchen die mächtigen Schädel von Bisons aus dem hohen Gras auf. Wir müssen ein wenig Platz machen, um diese nicht ganz ungefährlichen Kolosse vorbeizulassen. Als wir uns umdrehen, steht ein großer Elchbulle in einiger Entfernung am Flussufer. Er kommt näher und nimmt den Platz der Bisons auf der Naturbühne ein. So recht scheint er mit uns nichts anfangen zu können. Doch wirklich beunruhigt ist der kapitale Elch anscheinend nicht. Es ist schon eine einzigartige Vorstellung, die wir an diesem Morgen quasi aus der ersten Reihe erleben. Dann setzen wir unsere Etappe fort, durchqueren einen kleinen Zufluss des Yellowstone River und lassen uns zum Frühstück nieder. Der frühe Aufbruch hat sich aufgrund der faszinierenden Begegnungen mit der Tierwelt wahrlich gelohnt. Weiter geht es durch das ebene Tal, bis wir wieder auf eine Schleife des Yellowstone River treffen. Hier müssen wir den Fluss erneut queren. Bei dem niedrigen Wasserstand und der geringen Strömung zu dieser Jahreszeit kein besonders schwieriges Unterfangen. Trotzdem scheinen Reimers Beine mit jedem Schritt kürzer zu werden. So müssen wir am anderen Ufer erst einmal unsere Hosen trocknen, was bei den warmen Sonnenstrahlen aber schnell erledigt ist. Nun folgen wir dem Trail an malerischen Altarmen des Flusses entlang und durch von Waldbränden schwer gezeichnetes Gelände. Am Nachmittag erreichen wir das Südufer des Yellowstone Lake und bald darauf unseren Zeltplatz mit herrlichem Privatstrand. Der nächste Tag beginnt mit einem Geschicklichkeitstest beim Überqueren eines vereisten Baumstammes. An einer weiteren Bucht des Sees entdecken wir zwei Weißkopfseeadler in den kahlen Bäumen. Später haben Biber wieder ein kleines Tal geflutet, sodass wir uns den Weg durch tiefen Morast bahnen müssen. Aber wir finden auch einen typischen Biberbau mit je einem Eingang über und unter Wasser und sorgfältig festgestampfter Erddecke.
Am Ende des Tages stehen wir am Ufer des Heart Lake, den wir eine Woche zuvor verlassen haben. Am Strand finden wir deutliche Spuren von Bären, Wölfen, Hirschen und Wasservögeln. Doch vor uns halten sich die Tiere verborgen. So bauen wir zum letzten Mal auf dieser Tour das Zelt am einsamen Seeufer auf. Im Morgenlicht strahlt der Mount Sheridan über der ruhig daliegenden Wasserfläche. Die Rangerhütte am Nordufer des Heart Lake ist bereits verlassen. Die kurze Sommersaison neigt sich dem Ende entgegen. Wir kommen nun wieder zu den Quellen am Wegesrand. Nach einer großartigen, aber auch anstrengenden Trekkingwoche haben wir uns ein wenig Wellnessurlaub im warmen Wasser wahrlich verdient. So kurz vor dem Ende unserer Tour ziehen bedrohlich dunkle Wolken auf und als die ersten Regentropfen fallen, gelangen wir zum Mietwagen, den wir am Trailhead geparkt haben.